Es ist soweit, der erste große Umzugstag steht an. Ich bin schon die ganze Zeit am Rödeln. Ich habe jetzt hier mal Kartons gepackt. Ich habe draußen Kartons gepackt. Ich packe gerade die letzten Sachen von der Küche, weil Kevins Mama gleich kommt und die hilft mir dann die Küche einräumen. Und ich gehe dann hoch zum Streichen, also so Sonjas Zimmer fertig streichen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Die Männer haben jetzt schon die Couch abgeholt, die wir gefunden haben. Die bringen sie gleich ins Haus und dann kommen sie her und räumen Sonjas gesamtes Zimmer leer. Bis auf die Sachen und die Blumen, die habe ich nämlich leider nicht geschafft abzuhängen, aber das machen wir dann noch. Das ist dann eigentlich nur noch ein Karton, der dann morgen noch mit muss. Morgen ist ja dann der ganz große Umzugstag, wo wirklich alles mitkommt. Aber heute wird ja das Kinderzimmer ausgeräumt. Den Wagen nehme ich gleich mit runter ins Auto. Einmal einen Sensi-Karton, dann unsere Nachtschränke und hier sind noch Hochzeitsgeschenke. Den Karton bin ich gerade noch am Packen. Da sind unsere restlichen Messer und Gabeln und Löffeln drin. Unser Tefal-Grill und auch das Raclette liegt da unten. Ich bin echt gespannt, wie weit wir heute kommen. Ich werde gleich noch Töpfe und Pfannen alles in eine Tüte tun. Das trägt mir dann nämlich Kevins Mama runter, weil das schaffe ich nicht. Das ist leider zu schwer, aber so ein bisschen was kann ich ja trotzdem jetzt einladen. Sie hat gesagt, sie trinkt nur noch ihren Kaffee und dann kommt sie vorbei. Kevins Schreibtisch ist auch schon eingepackt, der wird ja heute auch abgeholt. Den müsste ich vielleicht noch ein bisschen sauber machen. Aber ich möchte erstmal drüben Sonjas Zimmer streichen, weil das muss ja dann auch noch trocknen. Schaut mal, was Sonja noch gebastelt hat bei der Tagesmama. Hat sie gestern mitgebracht. Ist der nicht niedlich? Hat sie richtig gut gemacht. Wir haben jetzt schon einiges geschafft. Da stehen schon die Hochzeitsgeschenke, die wir hochgetragen haben. Meine Schwiegermama räumt jetzt gerade unten die Küchenkisten aus. Und ich werde mich jetzt ins Streichen begeben. Muss ich nochmal runter die Farbe holen. Worst case ist aber gerade, dass der Bus, wo gerade Kevin und sein Papa die Möbel abholen wollten, mit kaputt gegangen. Wenn nicht, müssen wir uns bei Thum einleihen oder beim Bauhaus, Obi. Aber das ist gerade suboptimal. Aber ich werde mich jetzt erstmal ins Streichen begeben, dass das getan ist. Das schöne Andrazit, was ich in so einem Zimmer jetzt habe, gibt es ja leider nicht mehr. Also habe ich schwarz gekauft und dunkelgrau. Und werde mir das jetzt einfach mischen. Obwohl das hier auch recht dunkel aussieht. Bin mir gerade nicht so sicher, aber so ein kleines Tropfen schwarz hier rein. Und dann werde ich jetzt hier mit den unteren anfangen, da muss ich mich nicht so strecken. Und dann mal sehen, wie weit ich komme. Ich denke, ich werde auf jeden Fall heute fertig. Aber ich brauche immer Pausen dazwischen. Dazu kommt auch noch, dass ich mich erkältet habe. Also es läuft gerade einfach alles perfekt. Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Gerade nur mit dem Grau gestrichen und das ist mir irgendwie noch ein Ticken zu hell. Also muss ich, glaube ich, doch das Schwarz reinmischen. Hier muss ich natürlich noch mit dem Pinsel dran, aber irgendwie ist mir das zu hell. Die Farbe in Sonjas Zimmer war halt perfekt und die gibt es aber leider nicht mehr, das schöne Andrazit. Ich werde da jetzt ein bisschen Schwarz reinmischen und dann nochmal drüber gehen. Ich hoffe, das sieht dann besser aus. Es ist auch ein bisschen fleckig. Also ich hoffe, dass ich nicht nochmal zweimal drüber muss. Tell me what you wanna do. I'll do anything. As long as I can be here with you, everything's alright. Das bringt gar nichts. Vielleicht ein bisschen, aber. Hm.
Vielleicht noch ein kleines Ticken Schwarz mit rein. Man sieht kaum einen Unterschied, aber die Farbe gefällt mir jetzt besser. Auf jeden Fall. Die ist ein kleines Ticken dunkler. Wirklich nur ein Hauch. Aber schon so viel besser. Ja, das gefällt mir so. Dann werde ich jetzt hier alles schick machen. Und dann geht's rüber zur anderen Seite. Ich weiß immer nicht, ob man das trocken oder nass abziehen soll. Weil wenn es nass ist, kann es ja trotzdem noch verschwimmen. Ich habe ja eine Freundin, die Maler gelernt hat. Ich frage die gleich mal. Weil an sich, wenn ich das nass abziehe, dann kann ihm trotzdem was drunter laufen, oder? Aber wenn ich es trocken abziehe, dann kann es sein, dass ich Farbe mit abmache. So mein Gedankengang. Ich weiß noch, bei Sonair habe ich das auch in der 36. Schwangerschaftswoche, glaube ich, sogar noch gemacht. Also ganz, ganz spät. Jetzt bin ich ja in der 32. Aber es ist halt mit zwei Kindern noch ein bisschen anstrengender alles. Aber ich gebe mein Bestes. Ich merke tatsächlich, dass die Zwillingsschwangerschaft um einiges anstrengender ist als nur mit einem Kind, obwohl mit einem Kind ja trotzdem, das ist alles immer anstrengend. Aber mit Zwillingen ist dann nochmal, man merkt einfach, wie schwer der Bauch langsam ist. Aber ich bin froh um jede Woche, die sie drin sind, um jede Woche, die es ihnen gut geht. Deswegen will ich mich gar nicht allzu doll beschweren. Hier bin ich jetzt soweit fertig. Es sieht auch gar nicht mehr fleckig aus, also richtig gut. Und jetzt werde ich alles, was ich habe, da rüberschieben. Und werde da weitermachen. You said that you needed me. Like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth. Even though it makes no sense. Sometimes I'm broken. Too much of emotions. Sometimes I'm the light. Fertig, perfekt. Und jetzt werde ich mich darüber setzen, werde erstmal unten anfangen und dann mich langsam nach oben arbeiten. Und vielleicht ist meine Schwiegermama dann schon so weit fertig, dass sie mir oben helfen kann. Da muss ich mich nicht so strecken. Would you hurt me if I'm in the dark? I'm calling up 'cause I'm right under the stars. Would you run it on me leaving this mark? But baby, I'm the one who
Aren't you tired of the drama? You use your words like they are knives. I don't need that type of drama. And trying to be tough all the damn time. You try to make yourself feel better by taking me down. Once I fell, but now I'm strong, I'm ready for the rematch. Looking at me so cold. Get over yourself, are you for real? Why are you looking at me so cold? One's love is nowhere in the knees. You try to make yourself feel better by taking me down. Once I fell, but now I'm strong, I'm ready for the rematch. Das sieht doch nicht schlecht aus. Hat doch gar nicht so lange gedauert. Ich glaube 10 Minuten jetzt, wenn überhaupt. Perfekt. Dann kann ich das abhaken. Ich muss nur wissen, ob ich das jetzt schon abziehen kann oder nicht. Oder ob dann die Farbe verläuft. Ich frage mal nach. Den Pinsel und den Roller kann ich dann schon mal auswaschen. Dass das gar nicht großartig antrocknet. Die Küche ist jetzt soweit eingeräumt. Müssen wir eh nochmal alles ein bisschen umräumen. Und hier stehen bis jetzt die Spiele. Hier muss ja auch noch die Waschmaschine rein, deswegen haben wir hier jetzt noch nicht so viel eingeräumt. Wir sind jetzt schon sehr weit gekommen. Also die Männer haben wirklich volle Arbeit geleistet. Das ist die Couch, die wir abgeholt haben. Das ist eine Schlafcouch. Die ist so schön. Die Kleiderstange müssten wir quasi morgen noch mitnehmen oder später. Die Männer fahren nochmal. Das kommt auch in so ein Erstzimmer. Beziehungsweise erstmal alles ins Babyzimmer. Weil sein Erstzimmer ist ja noch nicht betretbar. Das mache ich morgen sauber. Morgen werde ich dann auch die Winkelkommode einräumen. Das sind alles Sachen, die ich machen kann. Hier steht auch schon einiges mehr. Und sonst ist jetzt alles im Babyzimmer. So ein Erstbett mussten wir auseinanderbauen, aber das ist schnell wieder aufgebaut. Und wenn das dann erstmal alles in den Räumen verteilt ist, dann sieht das auch nicht mehr so chaotisch aus. So, Sunea und ich werden nachher auch noch zu Ikea fahren und diese Partybox an Hot Dogs holen. Dass die Helfer morgen was zu essen haben. Morgen haben wir noch ein paar mehr Helfer. Das heißt, das wird alles. Wir kriegen alles hin. Statt einem Bus hatten sie jetzt einen großen Anhänger. Hat trotzdem jetzt alles von so näher reingepasst. Es fehlt jetzt aus unserem Zimmer nur noch das Beistellbett. Und aus Sunias Zimmer die Kleiderstange. Sunia und ich waren jetzt bei Ikea, haben die Hotdogs geholt. Aufpassen! Ja, pass schön auf. Und hier sieht's so viel leerer aus, richtig gut. Da kommt ja gleich jemand. Der hat mir gerade geschrieben, dass er losgefahren ist. Was haben wir hier? Ist hier leer? Hier ist schön leer. Und wie sieht dein Zimmer aus? Ui, ui, ui. Das nehmen wir auch mit, ja? Ja. Wir sind wieder zu Hause. Ich war gerade noch mit so näher im Haus. Da waren ja noch Kevin und Oma und Opa. Aber jetzt sind wir alle wieder zu Hause. So näher wollte jetzt bei Oma und Opa schlafen, beziehungsweise haben sie uns das vorgeschlagen, damit wir das Reisebett nicht abbauen müssen. Wenn das für die okay ist, ist das für uns auch okay. Aber mein Rücken, ich kann kaum noch laufen. Ja, anstrengender Tag. Ist die letzte Nacht hier, Herr Hase. Oh, oh nein. Jetzt genauso wie den da. Ja.
Die wissen auch nicht, was los ist. Hast du eigentlich in so ein erstes Zimmer reingeguckt? Nein. Das mache ich dir morgen sauber und dann. Das sind Sachen, die kann ich morgen machen. Unser erstes Zimmer rein, ja. Sieht gut aus. Oh nein, Embryostellung. Ja, Hunger. Ich würde mich jetzt auch von diesem Vlog von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir müssen jetzt erstmal mit diesem mulmigen Gefühl klarkommen. Und morgen geht es dann hier nochmal richtig rund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.